93.369 Flüchtlinge sind von Beginn dieses Jahres an bis gestern in Italien angekommen. Das sind den Zahlen des italienischen Innenministeriums zufolge um 13% mehr als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Die meisten Menschen stammen aus Nigeria, aus Bangladesch und Guinea. Italien fordert von den übrigen 27 EU-Mitgliedern immer wieder Solidarität ein, denn die Aufnahmezentren sind seit Monaten überbelegt, nicht nur im Süden des Landes. Aber die Hilfe aus Brüssel ist bisher ausgeblieben. Österreichs Außenminister Sebastian Kurz hat heute an seinen italienischen Amtskollegen Angelino Alfano appelliert, keine Migranten, die von Inseln kommen, mehr aufs Festland zu bringen. Wie es nun weitergehen kann, schauen wir uns gleich an. Zunächst schildert uns Katharina Wagner aus Rom die Lage in Italien. Im Osten von Rom, hinter der Schnellbahnstation Tiburtina, finden sie für ein paar Wochen oder Monate einen Platz. Rund 150 Flüchtlinge, für die es in den römischen Aufnahmezentren kein Bett mehr gibt. Hier schlafen sie in Zelten oder unter freiem Himmel. Die meisten Flüchtlinge hier sind auf der Durchreise. Für sie ist Rom nur eine Etappe. Sie wollen weiter nach Deutschland, Frankreich oder Österreich, weil sie dort Familie oder Freunde haben. Für sie stellt die Stadt Rom keine Unterkunft zur Verfügung. Zwischen 20, 30, manchmal erst 16 Jahre sind die Männer alt. Die meisten kommen aus Eritrea, Somalia, dem Sudan. Im Sudan herrscht seit Jahren Krieg. Ich habe meine Familie verloren. Eines Tages kam ich von der Schule nach Hause und alle waren tot. Rund 30 Freiwillige der Organisation Baobab bieten hier seit 2,5 Jahren den Flüchtlingen ihre Hilfe an. Die Helfer versorgen uns mit Essen, Wasser, Medikamenten und helfen uns bei unseren Asylanträgen. Laut den freiwilligen Ärzten, die dreimal die Woche Routineuntersuchungen anbieten, haben 90% der Migranten hier Folter oder Misshandlungen erlebt. In Libyen leben sie unter schrecklichen Bedingungen. Wir sehen Spuren von Folter und Misshandlungen, die sie in den illegalen Flüchtlingszentren dort oder Gefängnissen erleben, ganz zu schweigen von den Folgen schlechter Hygiene. Aber viele Spuren von Folter sieht man nicht, weil sie die Psyche betreffen. Mohammed aus dem Sudan hat einen Asylantrag in Italien gestellt und wohnt seit einigen Monaten in einem der überfüllten Asylzentren der Stadt. Italiens Innenminister will seit Monaten neue Zentren im ganzen Land errichten. Die römische Bürgermeisterin Virginia Raggi von der Fünf-Sterne-Bewegung hat das für Rom schon vor Monaten abgelehnt.